So, meine lieben Leute, da sind wir mal wieder bei einer weiteren letzten Runde Let's Play Legend of Zelda Link to the Past. Ja, im letzten Part haben wir natürlich ganz intensiv uns mit Ganon's Tower beschäftigt. Das ein Verlies, ohne Witz, das fordert einen komplett nochmal alles ab an Items und wir müssen auch so viel machen und tun und Mann, ist das kompliziert. Aber wir sind relativ gut vorangekommen, finde ich, bin ich der Meinung, dass ich doch relativ gut durchkomme gerade. Wesentlich besser als durch den letzten, im siebten. Und im letzten Part haben wir natürlich den Cliffhanger gelassen. Was befindet sich in der großen Truhe in Ganon's Tower, im letzten Palast der Paläste in Zelda 3? Ich weiß es schon, ich weiß es sowieso und ich kann euch nur zeigen, es ist die Rüstung, die rote. Oh, die rote Rüstung, sie schützt sich noch besser als die blaue. Ja, ist aber richtig geil aus, oder? Guckt euch das mal an, mit dem goldenen Schwert, einem goldenen Schild und in rot-lila, gelb-grün. Ich sehe aus wie auf dem Christopher Street Day, aber das macht uns natürlich nichts. Wir speichern und gucken nochmal nach, wo wir eigentlich lang müssen. Oben links und dann unten, das ist doch eine gute Möglichkeit. Würde ich sagen, oben, dann nach links und dann runter. Das ist eine wunderbare Sache. Vor allem bin ich jetzt richtig gut geschützt. Mir fehlen zwar noch ein paar Herzteile irgendwo im Laufe der Zeit. Also ein Herzcontainer kriege ich wahrscheinlich hier noch. Bin ich aber nicht sicher. Dann müssten uns ein paar Herzteile fehlen. Ich guck mal kurz in die Karte. Wo sehe ich meine Herzteile? Die sehe ich, glaube ich, hier gar nicht, oder? Ich sehe meine Herzteile hier nicht. Bei anderen Zeldas habe ich sie gesehen. Mir fehlt die Karte, was? Mir fehlt die Karte noch. Wo kriegt man die bloß her? Oder es gibt keine Karte. In Ganon's Tower. Weiß ich aber jetzt nicht. Ich glaube, die kriege ich wahrscheinlich irgendwie, wenn ich zuerst nach oben gegangen wäre. Nichtsdestotrotz, wir laufen einfach entspannt weiter. Wir kommen auch ohne Karte super voran, muss ich sagen. Macht also alles nichts. Aua, nein, ist ein Altennamel. Mann, ich sag auch noch gerade, wir kommen voll gut voran. Und jetzt lasse ich mich hier voll von so einem Scheiß runterpurzeln. Muss wirklich auf den Millimeter genau runter, nicht, um nicht getroffen zu werden. Zack, zack und... Nein, du Scheißvieh! Lass mich da durch. So, genau. Hier war nämlich noch ein Schlüsselloch, durch das wir hätten durchgehen können. Und hier ist eigentlich soweit irgendwie gar nichts. Oh Gott. Zwei so eine sich aufeinander zu bewegenden Teile. Das kann nur schlimm werden. Hä, wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich hab eine Idee, Moment. Wenn ich schon ein bisschen Mana übrig habe, laufe ich einfach. Burrito! So, siehst du, da kann mich das nämlich nicht treffen. Haha, ein Cape ist immer sowas zu nütze. Okay, jetzt wenn wir den Burrito haben, ich speichere mal kurz zwischen. Das mache ich aber nur, weil ich, ohne zu speichern. Guck mal, da ist noch ein Raum. Wie kommen wir denn da oben rechts hin? Wie kommen wir nach oben rechts? Da müssen wir uns irgendwie vom ersten, vom zweiten. Nee. Wie sind wir denn zu dem anderen gekommen? Wie kommt man denn da hin? Da muss man sich irgendwie runterfallen lassen, aber ich war doch da schon. Wie kamen wir denn da hin? Das ergibt jetzt gerade für mich keinen offiziellen Sinn. Ich war da ja schon, ich bin halt nur... Womit bin ich da war? Wieso bin ich denn wieder weggekommen? Kein Plan, Leute, ganz ehrlich gesagt, wirklich kein Plan. Ich laufe jetzt einfach erstmal zurück. Mal schauen, ob wir da irgendwie dann noch die Möglichkeit haben hinzukommen. Ich glaube, was Wichtiges ist da aber nicht mehr. Denn wir haben so gesehen alles, was wir im Tempel brauchen. Wir haben... Wie ihr seht, die Karte, wir haben, Moment, ich gucke mal ins Menü, die Karte, den Kompass, den Schlüssel und den Schatz schon gefunden. Eigentlich brauchen wir es nur noch irgendwie versuchen, zu Ganon zu kommen. Das ist jetzt das Letzte, was uns noch bleibt. Da freue ich mich schon drauf, auf den Kampf aller Kämpfe gegen Ganons Alten. Ich gehe einfach mal hoch. So, ich glaube aber, wir müssten, Moment, wenn ich nochmal darf, ich... Ich will das jetzt nicht in die künstliche Länge strecken, aber ich möchte mich echt interessieren, wie ich in einen Raum reingekommen bin. Das interessiert mich jetzt echt, das zieht mir gerade an den Nerven. So. Hier rechts, dann hoch, genau. Man kann hier irgendwie einfach schieben, glaube ich. Oder ist irgendwo ein Druckschalter. Ich glaube, ich gehe einen hoch. Dann lasse ich mich da irgendwo runterfallen. Ach nee, von hier, das ist der Eingangshallen-Scheiß. Äußerst curious. Aber ich weiß, dass unten rechts der Druckplatten-Ding war. Oder unten links. Genau. Das war aber, genau, da muss ich mich nicht aufstellen, sondern mit dem Somaria-Stab handeln. Handeln vor allem, handwerkeln, handwursteln, rumkacken. Der Raum war scheiße, das weiß ich. Ja, fang mich doch. Du kriegst mich eh nicht, ich geh durch. Und dann einfach mal hier lang. Der Raum hat ja keine Bedeutung, okay. Oder vielleicht doch, wenn ich alles kaputt mache. Guck mal, die sind doch alle in so einem Käfig eingesperrt. Nein, ey, es verfolgt mich auch noch nicht. Du Mistvieh. So, das ist weg. Den hau ich auch noch kaputt. Huch! Na, 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 na. Nicht blitzen, nicht blitzen. Aua! Du scheiß Blitzer! Hallo? Passiert doch jetzt mal.
Ich hab den doch getroffen! Mann! So, jetzt aber. Kackvieh, tot. Und den unten rechts auch noch. Vielleicht kriegt er dafür irgendwie einen Schlüssel. Oder die Tür geht nur auf. Ich glaube, man muss ja alle töten. Ja, damit die Tür aufgeht. Wunderbar. Hat insofern jetzt gar nichts gebracht, aber egal. Wisst ihr wenigstens, dass der Raum keinen Nutzen hat. In dem war ich auch noch gar nicht, ne? Doch, da war ich schon. Okay, da muss ich gucken. Vielleicht, ach nee, nach unten kam ich nur, wenn ich über die... Wenn ich, den aufmache. Du Kack, scheiß Hand, ich hasse dich. Du. Oder blickt er offen? Nee. Okay, hier links war nämlich, da war ich ja auch schon drin, da war ja nichts. Ich mach mal das alles hier ein bisschen tot, damit das nicht nachher im Weg steht. Mistvieh. So. Und dann einmal nach rechts. Damit ich hier lang sprinten kann. Dann werde ich das jetzt nämlich nochmal machen. Zack. Zack. Nein, ach, Dreck. Zack, zack. Geh doch mal jetzt an, du Kackding! Ja, genau. Zack. Zack. Ah, zack. Und schnell rein, 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 rein. So, ach jetzt. Funktionier. Funktionier. Zack, zack. Ah, ah. Ich krieg hier voll den Harry. So, so Maria-Stab. Zack, einmal rüberschmeiße. Und ihn schon mal kaputt klöppeln. Ist das so dämlich? Explodieren lassen. Wundervoll, da kommen wir rüber. Hier war nichts mehr, oder? Nee. Ich glaube aber, irgendwie hat das Ganze, glaube ich, keinen Zweck. Ich weiß es nicht genau. Ach, Kackvieh. Stirb. Bringt nichts. So. Jetzt bin ich hier. Das bringt mir auch nicht viel. Ich will da nach oben rechts kommen, irgendwie. Ach, komme ich vielleicht noch irgendwann. So. Zack. 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 Durch. Ah! Fast wäre ich runtergefallen. Huch, das war knapp. Und dann nehme ich wieder meine Kappe. Ich laufe einfach durch. Ganz gemütlich. Aber der unten, der geht ja wieder auseinander, der Weg. Nein! Ah, hu. Knapp. Ja. Gut, dann bringt das irgendwie alles hier nicht viel. Dann werde ich mal versuchen, ob ich irgendwie das anders lösen kann. So. Den Teufelskerl werde ich da jetzt einfach runterschubsen und dann werde ich mich porten. Ich glaube, jetzt bin ich aber oben rechts, oder? Ich glaube, jetzt bin ich oben rechts. Ne, jetzt bin ich unten rechts. Ah, das bringt alles nichts. Oben rechts ist also totaler Schwachsinn. Ich kann einfach durchlaufen. Das war ja nichts. Huch. Mir nur geradeaus. Gut. Ach, jetzt kommt das Vieh schon wieder. Hier war ich ja auch, oder? Ja, hier war ich schon. Gut, dann gehe ich einfach nur... Wie komme ich jetzt wieder nach oben? In den Hauptstock. In den ersten. Ich gehe für die Treppe, genau. Die Treppe nach oben. Zack. Funktioniere. Tot. Zack. Tot. Sobald ich hier oben bin, sehe ich hier auf einmal alle. Zack. Das ergibt keinen Sinn, aber... Es geht ja trotzdem. Oh, da konnte ich nicht rüber. Scheiße. Ah, ich dachte, ich wieder unten anfangen. Ja, wundervoll. Aber hier sehe ich noch gar nichts. Jetzt sehe ich es auf einmal. Könnte aber sein, dass mein Monitor so hell ist und ich deswegen alles sehe. Boah, muss man aufpassen, dass man nicht runterplumpst. Radinium, oh oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh oh. Der Plumpser geht um. Kennt sicherlich noch jemand Kindergartenspieler? Ich mochte das nie. Mit dem Plumpser und allem drum und dran. Wie komme ich denn jetzt genau richtig hoch? Ich habe mich total verplant. Oh. Er kommt nicht raus, er kommt nicht raus. Er fällt runter. Gut. Da dreht er sich im Kreis. Ach nee, das war ja hier die Kacke schon wieder. Mano. Lebt, lebt. Ich will euch abschießen. Nein, ah, Dreck. Stirb. Törichter Unhold. Ach. So. Er wird jetzt rot und angry und tot. Komm. Ah, nein. Ich kann doch nicht so schnell. So, du Mistvieh. Ah, oh, ich glaube, jetzt kann ich auch mal die Feen gut gebrauchen. Mann, oh, jetzt geht doch mal. Hoppla, 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 hoppla. Scheiß Eisfläche. Fläche mit PF. Mit Pfisten. Hofpfisterei. Kennt das jemand? Es gibt ja so eine Hofpfisterei. So, es gibt dann endlich mal diesen Feen hier in diesem Raum. Das ist voll gut. Das gefällt mir. Ja, das finde ich super. Wo ging es jetzt hier lang? Wo komme ich raus? Nach oben. Da ist die Trapsche, glaube ich. Zumindest hoffentlich nach oben geht.
Ja, wundervoll. Dann nehme ich die jetzt, speichere da. Oh, ich habe die Patsche ja voll angezogen, aufgrund von unnötigem Rumgelaufe. Aber wir gehen jetzt endlich nach oben. Mann. Das ist gar nicht, wie lang der ist. Ich mache jetzt einfach bis, ja, acht Minuten noch, dann ist gut. Zieh's halt ein bisschen in die Länge, scheiß drauf, ist ja nicht so schlimm. Ach, Herr Jemine. Einer von diesen Viechern. Wie mache ich denn das am besten? Erstmal mache ich das da unten weg, das nervt mich nämlich am meisten, wenn es kommt. So, dann werde ich den benutzen. Hoppala, hoch. So. Dann werde ich den so. Und dann werde ich mal versuchen, mit dem Pfeil irgendwie zu handhaben. Zu hantieren. Und der ist auch weg. Wundervoll. Muss ich irgendwas schieben, oder? Um daran zu kommen. Ja, gut. Das war jetzt nicht so schwer, der Raum. Der ist noch relativ easy. Aua. Ich häng fest. Shit, fuck. So. Jetzt aber. Ich sammle noch ein bisschen die kleinen Sachen hier auf. Ich glaube, da ist irgendwas. Ja. Nein. Ey. Oh, kacke. Ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht. Nicht so schlimm, hoffentlich. Die HP sind immer noch gut. Wofür ist der denn jetzt da? Verstehe ich jetzt nicht. Ich kann den irgendwie runterziehen, glaube ich. Für irgendwas werde ich den verwenden müssen. Um den irgendwo aufzustellen. Oder um die Viecher abzuwehren. Diese Teile hier. Ah, oh, kacke. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ganz eindeutig habe ich einen Fehler gemacht. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Kann ich auch einfach mal einen von denen schieben und muss die gar nicht töten. Das ist jetzt nämlich die Frage, ob ich nach das Ding da echt, ohne Witz, da echt einen Fehler mitgemacht. Nee. Okay, den krieg ich aber auch nicht raus. Scheiße, das ich. Okay, gut. Ich krieg's doch noch raus, ja. Ist kein Problem. Ich hab das Ding hier aber irgendwie mal lassen und den einfach versuchen, nach vorne zu laufen. Laufen zu lassen. Nee, okay. Das bringt's nicht. Aber das bringt auch so nichts. Ach, ich hab eine Idee. So. So. Oh, Mann. Ich hab mich so dämlich angestellt. Sorry, Leute. Ah, ich will die Pfeile haben. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich laufe jetzt weiter. Oh, ja, nicht schon wieder diese Viecher. Und dann in so einem Raum auch noch. Den kann ich aber noch nicht ausweichen. Okay. Pling, tot. So, irgendwie muss ich den da so kriegen, dass ich ihn erwische. Plang. So. Wundervoll. Na, den habe ich ja schon, den großen, Gott sei Dank. Moment, bin ich jetzt hier schon fertig? Nee, da geht's weiter. Das geht ja immer höher. Guckt euch mal, wie viel da noch kommt. Guckt euch mal, wie viel da noch kommt. Holadi, ey. Holadi, Waldfee. Mein Name ist Waldfee. Hola, die Waldfee. Ein Scheiß hier. Ein Scheiß. Ja, ist klar. Da ist nix. Da muss ich durch. Ich laufe erstmal so weit es geht nach oben ohne die Scheiße. Die sind ja relativ easy, die Viecher hier. Gut, das ist jetzt nichts. Den werde ich jetzt aufwecken. Komm, steh auf und Pang! Pangea. Wie gesagt, das ist alles relativ easy. Sei denn, ich brauche die gleich nochmal. Kann ja sein, dass es blau sein muss, oder rot sein muss. Ich weiß es nicht genau. Werden wir dann sehen, wenn ich jetzt hier langlaufe. Das ist einfach. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Zack, durch. Okay, da drüben ist ein Riss. Wie kommt man denn da hin? Kann man eine Bombe rüberschmeißen, das weiß ich. Aber wie kommen wir dann da rüber? Da muss man auf jeden Fall bestimmt runter. Da ist bestimmt irgendwas Wichtiges drin. Hä, will ich hin? Ich will da jetzt hin. Vielleicht kann ich mich über das Ding da ranziehen. Das werde ich ausprobieren. Ich
man den vielleicht benutzen? Hallo. Das ist hinter der Wand. Ist vielleicht irgendwo hier so ein Weg? Nee. Ach, scheiße. Muss doch irgendwie funktionieren. Das ist ja relativ easy eigentlich. Hier, guck mal, das ist ja durchlaufen und fertig. Ist ja nichts. Ist ja nichts. Vielleicht kann ich da... Ah, ich hab eine Idee. Ich hab die Idee des Jahrhunderts. Nein, es funktioniert nicht. Okay. Wenn es nicht will, dann will es halt nicht. Schade. Irgendwie geht das bestimmt. Von da oben irgendwie runterschmeißen lassen oder sowas. Was seid ihr denn für Viecher? Die Kacke. Gut, ich habe ja Gott sei Dank alle mit One-Hit. Schwert, tot. Das ist ja alles nichts. Genau, aber irgendwie bestimmt kann man eins von den Dingern noch schieben. Kannst mir nur vorstellen. Ich will da jetzt runter. Da muss doch irgendwas hinter dem Raum sein. Wie kommt man da hin? Könnt ihr mir das vielleicht sagen dann? Kein Plan. Ja, schieß. Hat er nicht? Nee, hat er nicht. Will er nicht. Ach, Dreck. Ja, schieß auf mich. Ich stehe drauf, du geile Sau. Stirb. So. Oh, Mann, oh. Die Räume werden immer ekliger. Aber es geht noch. Es ist auf jeden Fall immer noch trotzdem einfacher als der andere Tempel. Obwohl der Tempel mich hier schon ordentlich fertig macht. Hui. So, weitergehen. Schnell durch. Was ist auch noch mit Eisfläche? Ich glaube, mein Ei platzt, ey. What the fuck? Ah, es ging ja noch. Ach, Bombe brauche ich nicht. Ich habe genug Bomben. Im Repertoire. Ah! Diese Räume machen mich irre. Da ist bestimmt irgendwas drin. Was Wertvolles. Ach, wann ist das ständige... Ich will jetzt einfach erstmal alles aufsammeln. Das kann ich bestimmt was gebrauchen. Okay, das bringt nichts, schade. Ich habe jetzt mehr Herzen an dem Scheiß verschwendet, als er mich eigentlich, als es mir eigentlich gebracht hat. Der Raum sieht simpel aus. Ich möchte kein Hasenfuß werden, nein. Zack. Na, da hat er nichts zu bieten. Was kommt denn da? Kommt bestimmt irgendwie ein Boss oder so. Hundertprozentig kommt da irgendwas Schlimmes. Wenn der schon so aufgebaut ist. Ja, klar, es kommen nochmal alle Bosse. Ah, nur mit diesem Scheiß Schießvieh in der Ecke natürlich noch. Da, man soll es ja nicht so einfach haben, was? Geht der jetzt down? Der ist auch down, das geht relativ zügig eigentlich mit den Viechern. Zweimal treffen, oh. Dann geht das relativ flott. Oh, jetzt schießt er auch noch mit diesen Kacksteinen um sich. Ich glaube, mir platzt echt eine Rosette. Oh, Mann. So, Alter. Das ist echt schwieriger, als es aussieht. Wirklich. Oh. Kommt da auch noch was? Und der Raum sieht da einfach aus. Zum Erfrischen. Ein paar Items. 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 So. Aber da hier, der Raum scheiße ist, mache ich mal kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Let's Lauf durch den ganzen Dungeon. Der wird noch einige Parts verschlingen, aber wir werden hoffentlich trotzdem unseren Spaß bei haben. Also dann, liebe Leute, auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Labelabelabelabelabel.